Die Wahlen in Thüringen und Sachsen offenbaren genau das, was alle Experten schon erwartet haben. Die Ampel und primär Lars Klingbeil ziehen sofort einmal wieder die komplett falschen Schlüsse. Ich werde dir heute aus dem Interview von Lars Klingbeil ein paar Stellen zeigen und sie mal direkt hier komplett widerlegen. Weil man ganz klar sagen kann, eigentlich sollte man das schon mittlerweile komplett verstanden haben, was am Ende der Wähler von aktuell zum Beispiel auch der SPD überhaupt erwartet. Wir schauen uns die Blamage vom gestrigen Abend an und vor allem auch, was einige Experten noch so für Schwachsinn gelabert haben. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Mein Name ist Roland Elias, ich bin Online-Steuerberater und ja, die Wahl gestern war durchaus von historischem Ausmaß. Denn es war das, was schon seit über 10 Jahren erwartet wurde, dass irgendwann natürlich auch die AfD hier natürlich den Spitzenplatz belegt und vor allem ihre Position noch weiter ausbauen konnte. Plus, was in den letzten 12 Monaten passiert ist, dass der Ausstieg hier von Sarah Wagenknecht auch die komplette Politikschiene durcheinander bringen wird. Denn die Verluste der einen Parteien sind natürlich die Gewinne der anderen Parteien. Und wir schauen uns mal an, wo vor allem jetzt AfD als auch BSW gerade punkten konnten. Und deutlich wird es natürlich an der einen Aussage hier, vor allem schon allein an der Stelle, die ich jetzt einblende. Es ist ein 3-minütiges Interview. Alle Quellen findet ihr unten, aber die wichtigsten Stellen zeige ich euch jetzt hier. Und ja, es ist wirklich so überraschend, beziehungsweise nicht überraschend, beziehungsweise erwartbar, dass im Grunde Lars Klingbeil in der ersten Hälfte hier des Interviews, glaube ich, wieder ein bisschen so in die Nazi-Keule verfallen ist, doch dann der Moderator ihm relativ schnell hier im Grunde aus seinem Politiker-Blabla rausholt und das ist einfach relativ lustig. Großen Wut und Frust auf die Veranstaltung und dann geht man auf Augenhöhe diskutiert und man kann dann Leute auch überzeugen und darum muss so viel Zeit haben bei so vielen Wahlen, Wahlergebnissen. Kurz, wie genau machen Sie das? Man sieht schon, auch die Moderatoren sind zum Teil jetzt wirklich genervt, weil man wirklich hier wieder gestern das komplette Bullshit-Bingo runtergebetet bekommen hat von allen, sage ich mal, Parteichefs, Generalsekretären oder sonstigen. Aber jetzt kommt die spannende Antwort. Als SPD die Partei, die die Bundesregierung führt, wo werden die Akzente gesetzt, damit das sich nicht im kommenden Jahr aus Ihrer Sicht bei der Bundestagswahl so wiederholt? Die Themen liegen auf der Hand. Es geht um Sicherheit, es geht um bezahlbares Leben, es geht um anständige Löhne, es geht um Pflege, Bildung, Rente. Das sind die Alltagssorgen, die die Menschen umtreiben. Und da haben wir schon, wo man ganz klar sagen muss, bezahlbares Leben und natürlich auch faire Löhne. Man merkt schon, auch hier wieder an dieser Stelle, wie fern Lars Klingbeil und die SPD der Realität ist. Und warum ist das so? Man spricht immer wieder von bezahlbaren Löhnen. Jetzt ist das Problem, was wir in Deutschland natürlich haben, dass wir einen Bruttolohn und einen Nettolohn haben. Jetzt ist es so, die Bruttolöhne kann die, der Politiker oder, sag ich mal, die Regierung nur über die Anhebung des Mindestlohns hinbekommen. Das Problem ist aber, was mittlerweile international schon aufgetreten ist, dass an dieser Stelle natürlich die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands durch die natürlich steigenden Personalkosten, denn man muss ganz klar sagen, jeder hat irgendwo einen Subunternehmer, der vielleicht einen Mindestlohn bloß bezahlt oder, sag ich mal, in irgendeiner Form hier Kostenpositionen, die auf Mindestlohnbasis durchgeführt werden. Also steigen diese Kosten. Damit steigen die Kosten der Endprodukte und damit steigt auch am Ende das, was der entsprechende Konsument am Ende wieder bezahlt. Faire Löhne kann man jetzt aber auch anderweitig hinbekommen. Und das ist was, wo man ganz klar sagen kann, hier blamiert sich Lars Klingbeil mal wieder komplett. Und zwar, ich zeige es euch einfach mal bloß so hier, und zwar der Bund der Steuerzahler. Hier an der Stelle, es bleiben 47,4 Cent nach Abzug von Sozialabgaben, Steuern, Umsatzsteuer, allen möglichen und sonstigen. Und genau das ist der Punkt, wo Lars Klingbeil, Kevin Kühnert, Saskia Esken, Olaf Scholz und vor allem auch die Grünen, die ja massivst verloren haben, hier ja aufholen könnten. Und das ist eigentlich das Einzige, was der Wähler aktuell will. Der Wähler und vor allem natürlich im Handwerk. Der Handwerker will nicht, dass sein Bruttolohn steigt. Der Handwerker, der im Grunde angestellt ist, auch der Arbeiter, das heißt bei Aldi oder sogar, sag ich mal, bei Edeka, selbst die wollen ja auch am Ende, dass das Netto steigt. Das Netto muss nach oben, nicht das Brutto, weil die Arbeitgeberanteile natürlich auch immer noch hier dann entsprechend mitsteigen. Und hier nur mal so als Entwicklung, wie der Steuerzahler-Gedenktag hier laut Statista sich in den letzten Jahren entwickelt hat.
Hier im Grunde 148 Tage waren es im Grunde in 1960. Das übrigens auch, weil es viele immer sagen, die Zeit, wo eure Eltern wahrscheinlich auch Häuser gebaut haben oder wo sie sich im Grunde ihren Wohlstand erarbeitet haben. Dann ging es mal 1980 nach oben, dann ging es 1975 wieder runter, 2000 ging wieder nach oben, 2010 ging es runter und seitdem ist es im Grunde hier konstant über ein halbes Jahr arbeiten wir hier für im Grunde jemand anderen. Und das natürlich genauer gesagt auch für Personen wie Lars Klingbeil, die im Grunde bis heute es nicht verstanden haben. Und jetzt kommen wir auch zu einigen spannenden Aussagen, die hier getätigt worden sind. Vor allem hier heißt es wieder, die Sozialdemokraten müssten stärker für ihre Politik werben, sie erklären und deutlich besser kommunizieren, sagte Kühnert. Ganz klare Ansage, auch hier Kevin Kühnert hat es an der Stelle auch nicht verstanden. Man will nichts erklärt bekommen. Der normale Deutsche, der normale Arbeitnehmer, der normale Unternehmer, der will am Ende des Monats ein höheres Netto haben. Und er will auch an der Stelle hier ganz klar natürlich wissen, dass seine Gelder sinnvoll eingesetzt werden. Nicht für irgendwelche grünen NGOs oder sage ich mal auch fragwürdige NGOs, wie es jetzt auch bei Nancy Faeser letzte Woche rausgekommen ist, die ja mit 2,7 Millionen hier durchaus Anti-Abschiebekampagnen finanzieren. Keiner will Kühlschränke irgendwo in irgendwelchen Regionen finanzieren, keiner will Fahrradwege irgendwo im Ausland finanzieren, sondern man will hier im Grunde von dem, was man hat, sich natürlich, was übrigens das Wohlstandsversprechen auch damals war, hier wirklich am Ende sich etwas leisten können. Und dann dachte ich mir, es geht eigentlich nicht schlimmer als das Interview von im Grunde hier Lars Klingbeil. Aber die gute Frau Schnitzer von den Wirtschaftsweisen hat hier nochmal einen draufgesetzt. Und zwar, jetzt muss man ganz klar sagen hier, da hat es mir wirklich den Vogel rausgehauen. Frau Schnitzer, ihres Zeichens Wirtschaftsweise. Gerade für die Wirtschaft ist Unsicherheit aber Gift. Die Unternehmen werden Investitionspläne verzögern oder ganz aufgeben mit negativen Auswirkungen auf das Wachstum. Für die Wirtschaft kann das nichts Gutes verheißen, denn es braucht auch Berechenbarkeit, institutionelle Stabilität und verlässliche Rahmenbedingungen, sagt ja auch IW-Direktor Michael Hütter. Und auch natürlich hier, eins ist klar, mehr Sozialpolitik hält Mensch nicht von der Wahl vom populistischen Parteien ab. Richtig, die Leute wollen mehr Netto im Geldbeutel anstatt Umverteilung. Die Abstiegsängste und Entwertungsverfahren einen großen Einfluss haben, braucht es vielmehr den vorsorgenden Investitionsstaat statt den nachsorgenden Sozialstaat. Und was wäre also ein Interview ohne unseren Marcel Fratscher, den Top-Ökonomen? Vor allem die AfD steht für eine extrem neoliberale Wirtschaftspolitik, für Protektionismus und eine Abschottung von Europa. Für weniger Zuwanderung von Fachkräften und eine geringere Offenheit und Vielfalt, wobei Vielfalt tötet. Vor allem junge und gut qualifizierte und hochmotivierte Bürgerinnen und Bürger werden die beiden Bundesländer verlassen und dorthin gehen, wo sie mehr Offenheit und Wertschätzung erfahren. Dies dürfte einen Anstieg der Insolvenzen und ein Exodus von Unternehmen zur Folge haben. Ja, das waren die Stimmen übrigens auch der Top-Ökonomen. Also, da muss man ganz klar sagen, an der Stelle hat man so ein bisschen was noch nicht verstanden, denn wenn ich mir die aktuellen Statistiken dazu anschaue, und das erwarte ich eigentlich von einem Top-Ökonom, oder muss man mittlerweile sagen, eher Flop-Ökonomen, denn ganz klar ist hier zum Beispiel, die Insolvenzen steigen bereits, ohne, wie gesagt, jetzt hier Partei zu ergreifen für AfD, BSW oder sonstiges. Das hier geht rein um die SPD-Ampelpolitik. Anzahl der Insolvenzverfahren hier in den letzten Monaten gestiegen. Aber wir gehen mal weiter, wie gesagt, mit Statistiken haben sie ja die Menschen nicht so, denn wie gesagt, das alles, wir wissen es, Ironie on, ist alles Schuld der Opposition, wie es nur in Diktaturen ist. Dass wir in, ja sag ich mal, im weltweiten Vergleich im Jahr 2022 hier schon auf Platz 2 waren bei Singles mit 47,8 hier, dass übrigens die OECD-Daten nur auf Platz 2, leider, ich weiß, Kevin Kühnert würde gerne den Leuten alles nehmen, das macht ihm mit seinen Enteignungsfantasien immer. Der im Grunde Geschäftsklimaindex hier, das hier auf die Monatsbasis heruntergebrochen, 86,6 hatte ich euch diese Woche vorgestellt. Aber im Jahresdurchschnittswerten sieht man mal, wir sind hier ein bisschen aktuell über der damaligen Finanz- und Wirtschaftskrise. Ja, wir sind auf demselben Niveau, wo wir damals bei der Finanz- und Wirtschaftskrise waren. Wir sind ein bisschen schlechter sogar an der Stelle, als wir direkt im Corona-Jahr waren. Dann gehen wir mal weiter. GfK Konsumklimaindex hier. Index von August 22 bis August 24 und Prognosen. Das ist jetzt nicht ein Anstieg hier, sondern das sind hier im Grunde hier die Entwicklungen zu den Vormonaten.
Auch hier nochmal aufgedröselt nach Einkommenserwartungen, Anschaffungsneigung, Sparneigung und Konsumneigung, Erwartung, Entschuldigung. Und hier heißt es nämlich auch, wie ich schon gesagt habe, viele gehen jetzt hier auf eine Sparrate und fahren die Sparraten wieder hoch. Während man hier Anfang des Jahres noch optimistisch war, geht es jetzt runter. Ganz klar auch hier zum Beispiel, die entsprechende Einkommenserwartung wurden jetzt enorm gedämpft. Die Sparneigung, wie gesagt, ein bisschen höher. Dann auch die Konjunkturerwartung ist massiv eingebrochen. Aber gehen wir weiter. Differenz von ausländischen Investitionen in Standort Deutschland hier. Übrigens, das aktuell hier auch die ganzen negativen Salden. Also im Grunde, es geht mehr Geld raus, als Geld reingeht. Arbeitslosenzahl hier in Deutschland steigt wieder, aber ganz wichtig hier, vergessen nicht die Bürgis mit dabei. Bestand von den offenen gemeldeten Stellen in Deutschland geht zurück. Dann an der Stelle, was haben wir noch? Bestand der gemeldeten im Gesamtjahresschnitt, Schätzung dieses Jahr 702.000 und Veränderung des Bestands an gemeldeten Stellen. Hier ein massiver Drawdown seit im Grunde August 2022 und die Inflationsrate nach dem Peak in 2022 jetzt wieder zumindest, ja, fragwürdigerweise auf 1,9. Und wir wissen, das sind alles die Mixturen, wo man ganz klar sagen muss, die Experten sollten sich mal mit den Daten im Ist-Zustand befassen und weniger mit politischen Möchtegern-Erwartungen ausdrücken, wo es ganz klar ist, wir sind schon in der Krise. Und nur weil es wahrscheinlich, und das, wie gesagt, da gebe ich euch Brief und Siegel, dass wahrscheinlich auch dann theoretisch unabhängig davon, auch wenn BSW jetzt, sage ich mal, nach vorne kommen sollte, egal welche Partei, die das Nächstes im Großen und Ganzen hier dann an der Stelle in die politische Verantwortung kommt. Das kann sein Union BSW, aktuell wahrscheinlich hier Union Grüne, Union BSW, die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass diese beiden sich zusammenraufen, weil, soweit ich das jetzt auch schon herausgelesen habe, erwartet man jetzt so ein kleines Experiment hier in Sachsen und Thüringen, nur um hier auf Biegen und Brechen natürlich hier 30% der Wähler wegzubekommen. Aber was wird passieren? Gehen wir mal davon aus, dass es jetzt so weitergeht. Das wird die theoretisch auch umfragen. Der AfD nicht stoppen. Auch diese ganzen Aussagen, auch diese Zahlen hier, die sind schon da. Bloß das Ergebnis werden wir wahrscheinlich erst in den nächsten 5 bis 10 Jahren erleben, was jetzt hier gerade stattfindet. Und dann, wie gesagt, muss ich was so sagen, wie es Donald Trump mal in einem relativ spannenden Interview gesagt hat, beziehungsweise auf einer Rede hat er gesagt, da war es mega heiß am Ende an diesem Tag und er hat gesagt, oh, schaut euch Donald Trump an, der schaut nicht gesund aus, der schwitzt während der ganzen Rede. Und was war prompt am nächsten Tag? Diese Schlagzeile in den Medien, wo man ganz klar sagen wird, so wird es auch sein. Denn wir wirtschaften uns jetzt herunter, um dann eventuell später zu sagen, ohne dass es dann wieder die Union ist, AfD, BSW, man weiß es nicht, wie gesagt, wer aktuell dann die nächste Regierung stellt. Die Ampel wird es definitiv nach aktuellen Wahlumfragen nicht mehr sein, was am Ende ganz klar bedeutet, derjenige bekommt dann den Boomern hingeschoben. Und wer jetzt vor allem auch sagt, Roland, aber es waren doch hier 16 Jahre CDU, das haben wir verbockt. Vorsicht, 85% der Zeit, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, 85% der Zeit war hier an der Stelle die SPD mit in der Regierungsverantwortung. Plus, ich glaube sogar in den letzten 20 Jahren waren es 85%, nicht, dass ich irgendwas falsch sage, aber auf jeden Fall, in den letzten 3 Koalitionen, beziehungsweise, ja, sag ich mal, entsprechenden 4 Koalitionen, die es gab, war nur einmal eine FDP-Beteiligung. Dann war es im Grunde mehrfach die SPD und davor war es auch Rot-Grün. Also jemand, der sich gar nicht aus der Verantwortung stehlen kann hier in dieser Situation, ist definitiv hier die SPD. Und wir wissen alle, das weiß jeder, der im Grunde in den letzten 16 Jahren einigermaßen klar durch die entsprechende, mit offenen Augen durchgegangen ist, der weiß, Angela Merkel war keine typische konservative Politikerin. Sie war eine rein grüne und Sozialpolitikerin. Und das ist das Problem, dass wir uns eingefangen haben. Und da kann man ganz klar sagen, nur mal nochmal so zum Einblenden, das sind die aktuellen Zahlen, Daten, Fakten. Nicht, was im Grunde politisch in Berlin gerne gewünscht wäre. Das sind die Fakten, das ist das, was im Grunde unterschiedliche Institute, teilweise hier, wie gesagt, auch offizielle Daten von den entsprechenden Ministerien, hier Entschuldigung, IW Köln, Bundesagentur für Arbeit, also das sind nicht irgendwelche Märchenstudien hier, auch wieder Bundesagentur für Arbeit, die im Grunde hier von einer parteinahen Stiftung oder sonstiges in Auftrag gegeben worden sind. Das sind offizielle Daten, wo man ganz klar sagen kann, ja, wir werden sehen, was jetzt vor allem, es werden wahrscheinlich viele mit Argusaugen jetzt auch auf Thüringen und Sachsen blicken. Und da muss man auch ganz klar sagen, das gilt auch für die AfD. Messe sie an ihren Taten, nicht an ihren Worten.